Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier in Rheinklang. Mal gucken, ob wir Einlass für die Höhle bekommen. Ich bin sehr gespannt. Zack, alles mal wieder auffüllen. Erstmal noch die Werkbank hier auf jeden Fall. Waffen-Upgrade 6, Fallenherstellung 1, Beutel-Upgrade 1. Immerhin. Der Seilbeutel. Gut. Trankbeutel, was brauchen wir denn? Präriehundknochen und Kaninchenhaut. Präriehund und Kaninchen. Leichte Pfeile, auch Präriehund und Geier. Ebenfalls Geier- und Krötenechsenhaut. Ich markiere mir das mal als Queste. Mal gucken, wo der mich hinschickt. Ach scheiße, jetzt bin ich schon rausgegangen. Fallenherstellung. Löschwasser habe ich echt nicht genug, ne? Aber Waffen kann ich upgraden. Den werde ich auf jeden Fall upgraden. Das ist mein... Okay. Niederschmetternder Scharfschussbogen. Der ist auch gar nicht so schlecht, ne? Yes. Dürfte wieder eine Errungenschaft geben. Sage ich doch. Drei Waffen verbessert. Nora Donnerschleuder. Die Sprengschleuder, ja. Die ist immer... Himmelsgleiter-Zirkulator. Stachelwerfer. Den werde ich mal upgraden. Mal gucken, was der kann so. Wühler-Waffenspule. Den Kriegsbogen einfach mal upgraden, weil why not? Na? Ah, Reißhorngeweihe brauche ich. Ah, wir upgraden einfach, was wir können. So. Ich will ja irgendwie alles sowieso hochbringen, von daher. Dann lasst uns doch noch hier mal anhören, was sie zu sagen hat, die Gute. So the rumors are true. You must be the soldier who took down Regala's champion. And the one who's got this place in an uproar. What's a Tanakh doing in Plainsong? Resupplying for a trip to the hunting grounds. You should come by, it's just northwest of here. Bet a sturdy soldier like yourself could handle the trials there. Bet I could. Maybe I'll see you there. Neues Jägergebiet. Jawohl. Very nice. I prefer the sound of machines to singing. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Metallscherben. Aber ich muss sowieso ein paar Sachen verkaufen. Tja, Frage ist immer, was braucht man noch? Das ist echt schwierig. Noch schwieriger als im ersten Teil, hier abzuschätzen, was man alles braucht und was nicht. Finde ich echt keine einfache Sache. Bergschaf.
Nasenwurz. Die kann ich nicht verkaufen, okay. So. Hartgewebe-Scharfschussbogen. 68, nice. Graser-Zirkulator. Das möchte ich als aktive Quest haben, weil den brauche ich immer wieder. Schneidender Häcksler-Handschuh. Eine Karja-Waffe, die Abrissmunition nutzt, um Gegner aufzuschlitzen. Halte die Waffe vor dem Feuern länger gezogen, um die Dauer des Angriffs zu erhöhen. Mit jedem Fang wird er aufgeladen, was seine Kraft erhöht. Bauteilabriss. Das ist eine Abreißwaffe. Auch nicht schlecht. Den könnte ich mir sogar leisten. Mach ich auch. Und ausrüsten. Den Feuerbogen, den Seilwerfer werde ich ersetzen. Schmiedefeuer-Stolperfalle. Diese eindrucksvolle Waffe der Oseram nutzt Feuerstolperdrähte, um Gegner zu verbrennen. Sie kann Schockstolperdrähte nutzen und verbessert werden, um mehr Schaden über Zeit anzurichten. Ist auch nicht schlecht. Säure-Kriegerbogen, auch geil. Mit seiner verbesserten Fähigkeit zum Ablösen von Maschinenteilen ist dieser Kurzstreckenbogen ja gut, aber den brauche ich nicht, wenn ich den hier habe. Ich habe diese Kriegsbogen habe ich überhaupt nicht verstanden bisher, ne? Die habe ich noch nicht einmal gebraucht. Klar, könnte ich die mal ausprobieren. Vielleicht sind die irgendwie besser, um Rohstoffe abzurippen. Häcksler-Handschuhe feuern Geschosse ab, die Maschinen aufschlitzen und mit jedem erfolgreichen Schlag stärker werden. Nach drei Schlägen führt ihr nächster Treffer zum Explodieren. Halte fort. Ach so, das ist wieder so ein, ja, ja. Kenne ich auch schon. Aus dem ersten Teil. So. Not going to join in the singing? Gucken, wo ich hier hin muss jetzt. Ich sollte es mir vielleicht noch markieren. Ein neues Jagdgebiet in Rheinklang. Eine neue Reliktruine. Beuteverträge? Nee, wo sind denn die? Da. Upgrades. Alles klar. Okay, da kann ich mir Aufgaben erstellen. Alles klar. Es ist so schön hier, ne? Mega einfach. So the singing just keeps going. I guess that means the chorus is still in session. The people sing to soothe the chorus, to help them break their impasse. It wouldn't be necessary if they were in harmony. I'm not gonna have to sing back, am I? Of course not. The singing will stop when we present ourselves. Are you ready? Yep. All right, let's go talk to them. Speak. Your sacred cave. There's something inside I need. And if I can get it, it Zoe will help. And the Nora have spread word of your story. And what you want. We know of no spirit in the cave. Only Fa, our land god, who entered the cave and did not return. The power of the land gods is broken. We are diminished. Tales of spirits will not help us. Nothing will. We weaken. We die. And become fertile ground for new life. This
is the natural order. Yes. Wait. You're all just going to sit around until you become food for worms? Literally? So says the Outlander, ignorant of our beliefs. What does she know? This is outrageous. Please, remember how she brought peace to Rey. Listen to her. We've heard such temerity from you before, Zoe. Let us not forget that you agitated for reckless war against the Kaja. At least she's trying to help. How? By inviting you to break our traditions? Should we change our ways to suit every impudent outsider who wanders into Plainsong? No. You should change your ways because your own lands are killing you. She has a point. We have stood by and watched as our land gods waste away. You would have us do the same with our neighbors, our children. And this lone outlander can save us. Nonsense. A single seed matters little in the infinite cycle of growth and decay. An alarm. It's coming from the mountains. What's happening? Was that from the cordon? It's an alarm! Machines must have broken through the cordon. Then we need to get down there. What about the chorus? If the cordon has fallen, there is nothing left to prevent us from going in the cave. Okay. Das war ja the einfach. Time for permission is over. Then off we go. This way! Out the gate and around! Soll ich jetzt bis dahin sprinten, oder was? Fighting in the fields ahead. I bet a cook can do something with this. These machines don't look normal. I've seen these machines before. They must have come from the cordon. The others will defend things. We have to move. Aloy, are you all right? Take this ammo! I can do this! We need to keep moving. Can the others hold out? Do you really think we can do something about all of this? Right. Yeah. You dishonor the land gods! Nice. Noch ein paar schöne Teile gefunden. Los, weiter geht's. Machines are everywhere. More machines. These machines are stronger, deadlier than normal. There's more than just Minerva and the missing land god in that cave. Coming!
Autsch. Got the weak point. Hui. Machines keep coming. Weiter geht's. Gerade eine Spitzenmaschine gescannt. Dabei handelt es sich um, das habe ich jetzt gerade nicht lesen können. This way, Aloy. Bin ja schon dabei. This trail is the path of the land gods. It'll lead us to the cordon. In der wunderschönen Abendsonne hier, herrlich. Also hätten wir es nicht antreffen können. Ach du Scheiße. More machines. We can take them out, Aloy. On your lead. Könnte man vielleicht so sagen. Mir die ganze Zeit Sachen, aber ich sehe nicht, wo sie die hinlegen. Ich muss diese Spule überladen. Fuck it. Gut. Ja, cool. So, eine weniger. Wo ist die andere hin? Here comes some arrows. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das war der letzte. Ich bewundere dich, dass du bei dem Gewusel überhaupt was siehst. Ich find's schon hart, hart an der Grenze, auf jeden Fall. Also es ist schon schwer, was zu sehen.
More machines! We can take them out, Aloy. On your lead. Ja gut, verstecken kann ich mich eh nicht hier, ne? Ach, fuck you. Jetzt hätte ich gerade so schön getroffen, ey. Was ist denn nochmal? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal gerade ins Notizbuch. Wo haben wir die Sprungschläger denn? Ja, okay. Alles klar. Die oben, die Dinger, das sind doch Sprungschläger, oder? Säure und die hinten drauf mit Elektro. Und bei denen ist auch hinten Elektro, alles klar. Dann versuche ich doch mal hinten zu treffen. Autsch. Jeeha! So. Irgendwas rührt da noch. My focus display is distorted. Was rührt denn hier noch? Was soll denn hier noch sein? Okay, sie ist auf jeden Fall. Ach, die Dinger hier hätte ich auch abschießen können, ne? Mit Eispfeilen oder Säurepfeilen, damit die explodieren. Ich höre noch irgendwas auf jeden Fall. You've made yourself a target. Wo denn? Da oben. Okay. We're almost there. So many machines broke through. What happened to the Cordon's defenders? We better be ready for anything.
Das sieht doch ziemlich gut aus. Cordon. Or what's left of it. So many dead. They will be mourned when the time is right. For now, we must keep going. Ja. Into the cave. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis genau hierhin. König der Cliffhanger. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr Lieben.